Hallo Leute, willkommen zurück zu Fortnite! Wie geht es euch, meine glücklichen Menschen? 14 Tage Adventskalender, jeden Tag eine neue kostenlose Überraschung, ein Skin, eine Mode, ein Tanz oder was auch immer uns Fortnite hier bietet. Die heutige Aufgabe ist es, tanze an Weihnachtsbäume. Ich zeige euch so viele Weihnachtsbäume, die ihr nur könnt. Es ist keine super schwierige Aufgabe, aber da sind die Weihnachtsbäume, Leute, mit dem Lama oben drauf. Eins findet ihr halt schon auf jeden Fall bei Retail Row. Direkt hier drunter, dort drunter gibt es immer Geschenke und so weiter. Einfach dran stehen, ein Dance ausführen. Und schon zum nächsten Weihnachtsbaum könnt ihr hinflattern. Einfach eines dieser Team-Modis benutzen und das könnt ihr innerhalb einer Runde easy peasy machen und schon kriegt ihr ein mega schönes Weihnachtsgeschenk. Während ich zum nächsten Weihnachtsbaum fliege, Leute, drückt doch mal auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke. 500.000 Abonnenten sind kurz davor. Ich bedanke mich auch wirklich für den mega krassen Support in den letzten Tagen. Über tausende von neuen Abonnenten kommen täglich rein. Dankeschön dafür. Und hier, auf jeden Fall kriegt ihr dann auch noch für die weiteren Weihnachtsaufgaben dann noch natürlich die Lösung, was ihr machen müsst. Ein paar schwere kommen noch. Wenn ihr die nicht verpassen wollt und direkt als erstes, schnellste haben wollt, haut auf jeden Fall da rein. Ja, nächster Weihnachtsbaum bei Launi Lodge. Direkt vor der Hütte dieses Jahr. Letztes Jahr stand er ein bisschen weiter rechts. Der stand da ein bisschen bei dem Wagen. Heute steht er hier. Einmal hinfliegen, tanzen. Schon habt ihr Weihnachtsbaum Nummer 2. Wünsche euch natürlich aber auch frohe Weihnachten und so weiter. Dass ihr frohe Weihnachtstage habt und die Zeit genießt und schöne Geschenke erhalten habt oder erhält. Je nachdem, wann diese Challenge live schaltet. Wenn ihr mir ein Geschenk machen wollt, Leute, dann checkt auf jeden Fall, ob beim Supporter-Creator noch immer der Code HeyStunny drinnen steht. Alle 14 Tage fliegt es raus und immer wieder hier vergessen die Leute das und checken das nicht. Aber ihr seht auch schon Weihnachtsbaum Nummer 3, der steht hier rum. Einfach bei Lazy Links auch einfach hinstellen, genau an dieser Location, direkt neben dem Platz. Ich denke mal, dass es super leicht zu finden ist. Ich zeige euch nur die grobe Location. Alles andere, da muss man schon ziemlich blind sein, um diesen Weihnachtsbaum zu übersehen. Nächster Weihnachtsbaum in Pleasant Park. Direkt neben hier diese Häuser. Von daher schnappt euch ein Flugzeug. Die Locations kriegt ihr im einen einzigen Flug abgegrast. Aber hierhin, irgendeinen Tanz machen, auch wenn Schnips kein Tanz ist, zählt doch einfach als Emote. Und ich zeige euch noch ein paar weitere, einfach um das Ganze abzurunden. Zwar auch bei Tilted Towers hier auf diesem Sportplatz gibt es diesen dicken, fetten Weihnachtsbaum. Hingehen. Der ist sogar am hübschesten gemacht. Der hat so einen schönen Kranz drumherum. Der hat so einen richtig schönen, sag ich mal, wie nennt man das? Bordsteinkante für einen Weihnachtsbaum. Das ist eine sehr passende Beschreibung dafür. Einmal tanzen, schon habt ihr einen weiteren Weihnachtsbaum abgegrast. Ein Weihnachtsbaum hat auch Salty Springs. Wenn ihr dort gerne landet, könnt ihr auch schon da den Weihnachtsbaum abholen. Steht hier direkt in der Mitte vor der ganzen Hütte und so weiter. Auch nicht schwer zu sehen und sehr leicht zu finden. Hier drunter stehen, einmal tanzen und gut ist. In Fatal Fields steht der Weihnachtsbaum direkt mitten auf dem Weg zwischen diesen zwei Häusern, zwischen diesen zwei Scheunen. Auch hingehen, einen Tanz ausführen, am besten euren besten christlichen Tanz, den ihr habt. In Lucky Landing, der Weihnachtsbaum steht direkt vor der Tür, sage ich mal. Hier ist der Eingang von Lucky Landing. Sieht ein bisschen verschneit aus, aber auch der ist hübscher gemacht als die meisten anderen. Draufstehen, am besten ein wahres Herz, ein Herz für Weihnachten, Leute. Ah, die Weihnachtszeit, es rieselt so schön. Ich packe wieder Schneeeffekte über dieses Video drauf. Da ist das Herz, dieser Weihnachtsbaum ist jetzt auch glücklich. Happy Hamlet ist der Baum schon ein bisschen versteckter, ne? Der fügt sich sehr gut mit den anderen Bäumen hinzu, nur dass er ein bisschen grünlicher wirkt. Aber hier am östlichen Ende, östlich heißt hier einfach rechts an dem Fleck, findet ihr auch in Happy Hamlet den Weihnachtsbaum. Oh, ein Lama ist hier auch schon, feiert auch schon ein bisschen Weihnachten. Hat vielleicht ein bisschen zu viel getrunken. Und zu guter Letzt der Weihnachtsbaum bei Frosty Flights. Der steht hier direkt zwischen den zwei Hangern. Da sind jetzt das waren jetzt 10 Weihnachtsbäume, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mehr als genug für die ganze Challenge. Ihr könnt euch aussuchen, wo ihr droppen wollt und könnt und so weiter. Ihr seht das auf jeden Fall in jeder benannten Gegend. Ist einer dabei. Wenn euch das auch nur ein bisschen geholfen hat, Leute, würde es mich über ein Like freuen, wenn ihr auf diesem Video drückt. Einfach mal schon zur Weihnachtszeit. Tut nicht weh, ist umsonst. Schreibt mir runter in die Kommentare, wie ihr Weihnachten feiert, ob ihr schon was Nettes bekommen habt oder nicht. Und gebt mir Flosse. Flop.